Die Sitzung ist eröffnet. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 16a und 16b. Das ist die Beratung mehrerer Vorlagen zur Strategie der Bundesregierung zur künstlichen Intelligenz. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Mangels Widerspruch ist es so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort der Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung, Anja Karliczek. Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Künstliche Intelligenz ist der Treiber des Wandels, unseres Zusammenlebens, aber auch unserer Arbeit. Sie kann unser Leben spürbar leichter machen. Sie kann zu Lösungen großer Fragestellungen entscheidend beitragen. Allein im Gesundheitsbereich wird eine bessere Datenanalyse, schnellere, zielgenauere Therapien für schwere Krankheiten wie beispielsweise Krebs ermöglichen. Aber auch unser Verkehr kann sicherer werden. Oder sie kann auch Antworten liefern für eine kluge Energiewende. Und das zeigt, künstliche Intelligenz hat riesiges Potenzial. Für unsere Wirtschaft, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Und sie hat schon längst angefangen, unser Leben zu verändern. Lassen Sie mich kurz die vier Säulen unserer Strategie erklären. Erstens, die künstliche Intelligenz ist für unsere gesamte Wirtschaft wichtig. Deshalb werden wir unsere Wirtschaft und natürlich insbesondere unsere mittelständische Wirtschaft unterstützen, künstliche Intelligenz für sich nutzbar zu machen. Und hier setzen wir auf unsere Forschung, auf eine enge Zusammenarbeit von Forschung, Entwicklung und Praxis. Und nur dann werden wir im Wettbewerb zwischen den USA und China mithalten können. Unser Ziel ist es, Deutschland zum weltweit führenden KI-Standort zu machen. Wir investieren bis 2025 3 Milliarden Euro. Und damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag für unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Zweitens, der Wettbewerb, vor dem wir stehen, ist in erster Linie ein Wettbewerb um Talente. Und auch in sie investieren wir. Wir schaffen Rahmenbedingungen, dass die Besten der Welt zu uns kommen. Wir richten 100 neue KI-Professoren an den Hochschulen ein. Wir legen ein ambitioniertes Nachwuchsprogramm auf. Denn auch die nächste Generation von KI-Spezialisten soll in Deutschland zu Hause sein. Drittens, wir vernetzen uns. Deutschland ist in einer guten Ausgangslage. Wir verfügen über eine international wettbewerbsfähige, gut aufgestellte Forschungslandschaft. Wir fördern die KI-Forschung seit vielen, vielen Jahren. Wir haben exzellentes Know-how in Deutschland. Forschungszentren für künstliche Intelligenz. Wir haben 4 Zentren gegründet in Berlin, München, Dortmund, Tübingen. Und all die werden wir zu einem Netzwerk ausbauen mit weiteren Standorten. Wir wollen eine Exzellenz, die in ganz Deutschland sichtbar ist. Forschung und Lehre können wir nur noch vernetzt denken, national, europäisch, aber auch international. Und unsere Stärke liegt in der Arbeitsteiligkeit. So haben wir zum Beispiel mit Japan verabredet, noch enger als bisher zum autonomen Fahren gemeinsam zu forschen. Vor allem aber werden wir mit Frankreich zusammenarbeiten. Die vor uns liegende technologische Entwicklung ist so bedeutend, dass wir mindestens auf europäischer Ebene, wenn nicht sogar in der gesamten demokratischen Welt, gemeinsam unsere Werte als Leitplanken des technologischen Fortschritts verankern müssen. Denn individuelle Freiheit, Toleranz und demokratisches Miteinander sind die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens. Und diese Prinzipien werden wir auch im technologischen Wandel hochhalten. Mit ihnen werden wir KI Made in Germany zum Leuchten bringen. Das ist die vierte Säule, auf der unsere Strategie basiert. Wir sind nicht in China. Totale Kontrolle durch den Staat werden wir niemals akzeptieren. Wir sind aber auch nicht in den USA. Wir gehen einen anderen, einen eigenen Weg.
Wir lassen uns von unserem christlichen Menschenbild leiten. Jeder technologische Fortschritt hat sich dahinter einzureihen. Wir sind überzeugt, künstliche Intelligenz muss dem Menschen dienen. Menschenwürde, persönliche Freiheit, individuelle Freiheit sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Unser Grundgesetz wird in diesem Jahr 70 Jahre alt, und ich glaube, darauf können wir sehr stolz sein. Die neue Technologie kommt, und wir führen dazu einen intensiven Dialog. Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Wir gehen in die Gesellschaft hinein. Wir starten im März unser Wissenschaftsjahr 2019 zum Thema künstliche Intelligenz. KI-Systeme sind lernende Systeme. Und unsere KI-Strategie ist es auch. Herzlichen Dank. Soweit also die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek zur KI-Strategie der Bundesregierung. KI, künstliche Intelligenz, das werden Sie jetzt noch öfter hören. Joanna Kota für die AfD. Herr Präsident, liebe Kollegen, die Regierung möchte, dass Deutschland in Zukunft beim Thema künstliche Intelligenz an der Weltspitze mitspielt. Dafür hat sie letztes Jahr ihr sogenanntes Strategiepapier vorgelegt. Nein, ich korrigiere mich. Nicht die Bundesregierung hat dieses Papier vorgelegt, sondern die Unternehmensberatungsgesellschaft Roland Berger hat das getan. Wie so oft fehlt es der Regierung anscheinend an Fachkräften. Den Verstand muss man sich von außen einkaufen. Vielleicht sollten Sie bei der nächsten Bundestagswahl von Anfang an Unternehmensberater als Kandidaten aufstellen. Das wäre ehrlicher und würde dem Steuerzahler viel Geld sparen, meine Damen und Herren. Aber kommen wir zu Ihrem Papier. Von einer Strategie kann und möchte ich hier nicht wirklich sprechen. Es ist eher Stückwerk. Künstliche Intelligenz ist eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien der Zukunft. Für manche ist es sogar die Stunde Null der Wirtschaft. Hier sind massive Investitionen nötig, um unser Land nach vorne zu bringen, um sich den Herausforderungen stellen zu können. China und die USA machen es vor. Die Regierung will nun, wie wir gehört haben, bis 2025 500 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stellen. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist bei weitem nicht genug, um wie angekündigt ganz vorne mitspielen zu können. Zum Vergleich, in China sollen bis 2030 umgerechnet 150 Milliarden Dollar investiert werden. Rechnen Sie sich aus, welches Land in Zukunft führender Standort für KI sein wird. Die zweite Baustelle, die Bildung. Die Bundesregierung möchte 100 KI-Professuren schaffen, wie wir gehört haben. Klingt gut. Und woher kommen diese Top-Professoren? Und welche Gehälter wollen Sie ihnen zahlen? Glauben Sie, dass KI-Spezialisten für typisch deutsche Uni-Gehälter nach Deutschland kommen werden, während sich andere Länder um sie reißen? Von der Regierung kein einziges Wort zur konkreten Umsetzung. Sie wollen, Zitat, international attraktive und konkurrenzfähige Arbeitsbedingungen. Prima. Aber wie sollen die konkret aussehen? Auch darüber kein Wort in Ihrem Papier. Nächster Punkt, der Datenschutz. Ohne Daten kein Lernen. Ohne Lernen keine künstliche Intelligenz. Kaum ein Wort der Bundesregierung zu einer Datenpolitik, die nicht nur den Bürger schützt, sondern auch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz entgegenkommt. Stattdessen schaffen wir uns mit Verordnungen wie der DSGVO immer mehr Hemmnisse, die dafür sorgen, dass wir den Ansprüchen der KI gar nicht gerecht werden können. Auch hier sind andere Länder weiter, ist der Mindset der Gesellschaft ein anderer. Sie glauben, Deutschland und die EU setzen Standards in Sachen Datenschutz und andere werden ihn kopieren. Mit Verlaub, das ist eine genauso irrige Annahme wie bei der deutschen Energiewende. Der Regierung fehlt schlicht der Ehrgeiz für das Thema künstliche Intelligenz. Mit diesem Papier schafft sie keine Wende. Mit diesem Papier wird sie die Menschen da draußen nicht begeistern, ihnen die Ängste nicht nehmen. Und genau das wäre doch eigentlich nötig. Die Vorschläge der AfD. Schaffen Sie ein bis zwei themenoffene Leuchtturmprojekte mit ordentlichem Budget zwecks internationaler Sichtbarkeit. Richten Sie die nationale Förderung der KI-Forschung themenoffener auf. Denken Sie an Gesundheit, Pflege, Sicherheit. Schaffen Sie endlich die Voraussetzungen für die Verständnisförderung in Schulen. Nehmen Sie mehr Geld in die Hand. Versprechen Sie Finanzierungsinstrumente wie den Tech Growth Fund. Nicht nur planen Sie die Gelder auch im Haushalt ein. Weiten Sie die KI-spezifische Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen deutlich aus.
richten Sie zur Förderung von Technologietransfer und Unternehmensgründung nicht nur internationale und überregionale Kompetenzzentren ein, sondern auch regionale Innovationscluster, bestes Beispiel das Cyber Valley in Baden-Württemberg. Unterstützen Sie bestehende Initiativen von Open Data und Open Access, fördern Sie Normung und Standardisierung, fördern Sie den Unternehmergeist in Deutschland, verstärken Sie die gesellschaftliche Debatte über KI, machen Sie den Menschen Mut, zeigen Sie Ehrgeiz und wagen Sie einmal wirklich einen großen Wurf. Nur so können wir tatsächlich vorne mitspielen. Vielen Dank. Sagt Joanna Cotard von der AfD. Die KI-Strategie der Bundesregierung sieht unter anderem vor, dass 3 Milliarden Euro in den nächsten 6 Jahren investiert werden sollen, 100 Professorenstellen in diesem Bereich geschaffen werden sollen und 12 Forschungszentren. Die nächste Rednerin, Manja Schüle für die SPD. Schätze ich ja meinen Koalitionspartner. Wirklich wahr, im Normalfall. Auch wenn wir oft unterschiedlicher Meinung sind, es ist hier im Hause auch keinem Gang. Aber als ich gestern die Pressemitteilung der Kollegen Schön und Schipanski gelesen habe, wurde auch meine Einstellung ein bisschen strapaziert. Aber der Reihe nach. Wir diskutieren heute die KI-Strategie der Bundesregierung. Und für meinen Eindruck wird sie manchmal etwas zu spöttelnd, zu vereinfachend oder aber sogar panikverursachend geführt. Da ist der Vorwurf immer zu wenig, zu langsam, zu unambitioniert. Und ich wiederhole gerne noch mal, was drinne steht. 12 KI-Zentren werden gegründet, 100 zusätzliche Professuren. Jedes ostdeutsche Bundesland erhält ein Zukunftszentrum. Über die nächsten 5 Jahre unterstützen wir ein europäisches KI- und Innovationscluster. Und das alles wird 3 Milliarden Euro kosten. Also zu unambitioniert, zu wenig und zu langsam kann ich da nicht erkennen. Das ist auch kein Hausaufgabenheft, das ist eine Umsetzungsstrategie. Und natürlich müssen wir darüber diskutieren, wie wir mit der datengetriebenen Ökonomie umgehen. Ist ja nun schon fast eine Binse, dass wir mit unseren klassischen industriellen Erfolgsmodellen in Europa und in Deutschland unter Wettbewerbsdruck geraten. Aber weder lassen wir uns auf die Einschätzung ein, der nächste Technologieschritt würde uns automatisch ins dystopische Unheil bringen, so frei nach dem Motto Terminator statt C3PO, noch sind wir, die Sozialdemokraten und Andrea Nahles, das rote Gespenst, das staatlich verordnet, Daten offenzulegen. Der erste Satz ist eine pessimistische Einstellung, der zweite ist eine Unterstellung, die ich in Ihrer Pressemitteilung gefunden habe, und das finde ich unlauter. Richtig ist, dass auch der Zugang zu Daten über Entwicklung und Innovationskraft eines Landes entscheidet. Über das Wie können wir doch streiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber lassen Sie uns die Debatte seriös führen. Hören Sie auf, damit zu behaupten, wir würden die kleinen und mittelständischen Unternehmen zwingen, ihre Daten offenzulegen, sie zu teilen mit dem asiatischen oder chinesischen und amerikanischen Plattform. Hören Sie auf damit. Im Übrigen, gestern in unserer Anhörung waren die kleinen und mittelständischen Unternehmen sogar dafür, dass es mehr Datenoffenheit gibt. Denn was wir brauchen, sind Anreizsysteme, um zu kooperieren mit unseren Daten. Das ermöglicht nämlich Innovation und Wettbewerb. Dazu wird auch Falko Mors gleich noch was sagen. Und nein, ich finde nicht, dass unser wertvoller Rohstoff, unsere Daten, ausschließlich ein paar wenigen Digitalunternehmen zugänglich sein sollten. Warum sollen auch Monopole nur in klassischen Wirtschaftsbereichen im Übrigen aufgebrochen werden? Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa und speziell Deutschland die einmalige Chance besitzen, bei der Entwicklung, und da stimme ich Ihnen zu, Frau Karliczek, selbstdenkender Maschinen an erster Stelle zu stehen. Und zwar durch den sorgsamen Umgang mit Daten und durch eine europäische Forschungs- und Innovations- und Investitionslandschaft. Da können wir nämlich in der Tat noch eine Schippe drauflegen. Dabei werden wir weder das Verhalten der Menschen in unserem Land überwachen wie in China, noch werden wir es ausschließlich ökonomisch verwerten wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber ja, bei uns steht auch der Mensch im Mittelpunkt. Aber nicht als Objekt, sondern als mündiger Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Pessimisten behaupten, niemals können KI-Experten aus Harvard oder Berkeley oder dem MIT nach Potsdam, Greifswald oder Dresden kommen. Die Grünen haben sich sogar zu der Behauptung verstiegen im letzten Bildungsausschuss, deutsche KI-Forschende würden keinerlei Rolle auf internationalem Parkett spielen. Da frage ich Sie, für was halten Sie das DFKI in Saarbrücken eigentlich für eine Kita? Da wird seit 30 Jahren geforscht, und zwar im Bereich der künstlichen Intelligenz. 1000 Wissenschaftler, 60 Nationen, mittlerweile 240 Projekte. Beispiel gefällig, Frau Christmann? Gerne. Die Wissenschaftler Schmeier, Kiefer und Bernardi forschen beispielsweise an Pepper. Pepper ist ein kleiner künstlicher Kumpel eines kranken Kindes, der hilft,
dem Kind wieder gesund zu werden. Da wird daran geforscht, der Mutter und dem Kind einen schnellen Weg zum nächsten Zug zu offerieren oder zu zeigen, weil gerade wieder am Hauptbahnhof der Aufzug ausgefallen ist. Ja, und da wird auch daran geforscht, KI-Startups mit der Landwirtschaft zusammenzubringen, um den besten Zeitpunkt der Düngung von Gerste herzustellen. Für die Biertrinker unter uns im Übrigen vielleicht keine irrelevante Information. Auf diese deutsche Forschungstradition möchten wir aufbauen. Und ja, wir werden KI zur Schlüsseltechnologie für unser Land machen, für unser Land, aber vor allem für unsere Menschen. Herzlichen Dank. In der Debatte über die Strategie der Bundesregierung zur künstlichen Intelligenz erhält jetzt der rechtspolitische Sprecher der FDP das Wort, Mario Brandenburg. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren hier jetzt ein weiteres Mal das Best-of der ministerialen KI-Thesen. Denn das Wort Strategie dürfen wir ja auf eigenen Wunsch hin von Ihnen nicht mehr benutzen. Denn auf unsere Kleine Anfrage hat uns Herr Meister erklärt, dass sogenannte Performance-Indikatoren, KPIs, zur Messung von Zielen in einer ganzheitlichen Strategie wie der unseren nicht angebracht werden. Und das war erstmal eine sehr interessante Information. Und ich habe mir dann aber überlegt, okay, wer von Ihnen ruft denn jetzt die Franzosen an, die sehr wohl Indikatoren für Messpunkte zum Erfolg in ihrer Strategie verankert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, wann ist diese Strategie denn dann erfolgreich? Wenn in 10 Jahren alles noch so ist wie jetzt, weil nichts schief ging, wenn wir Technologieführerschaft haben, wenn wir Vollbeschäftigung haben, oder aber erst, wenn Milch und Honig fließt und die Chinesen anrufen und sagen, ja, wir hören auf, ihr habt gewonnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vollkommen unklar, wann diese Strategie erfolgreich ist, und es wird zunehmend unklar, wer für was zuständig ist. Denn wenn man sich auf internationaler Bühne mal hinter vorgehaltener Hand unterhält mit unseren Kollegen, dann erzählen die einem, dass sie 4-5 Mal schon mit Zuständigen in Deutschland gesprochen haben, teilweise aber kein Rückruf kommt und sie teilweise überhaupt nicht wissen, wer wirklich den Hut auf hat. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist schon bedenklich, denn während andere Länder mit klaren Zielsetzungen, klaren Zuständigkeiten und gebündelter Kompetenz an dieses Thema rangehen, kommt Deutschland mit dem Debattierbus von 3 federführenden Ministerien, 16 Bundesländern, einer digitalen Staatsministerin und einem Bundesminister für besondere Aufgaben angefahren. Und dies ist ein Problem. Und das alles wäre relativ humorvoll, wenn wir damit nicht wirklich die Hoffnungen vieler Gründer und kluger Menschen in diesem Land riskieren würden. Denn wir haben faktisch den ersten Teil der digitalen Transformation nicht unbedingt gewonnen. Und es geht jetzt eben um Geschwindigkeit. Und daher bitte, definieren Sie klare, messbare Zielkriterien, die die Bürger, Sie und wir verfolgen können. Denn nur dann wissen wir, wann wir gegensteuern und unterstützen können, Frau Ministerin. Gründen Sie ein Digitalministerium, welches den Querschnitt betreuen kann und im Prinzip in der Betriebswirtschaft, Herr Röspel, würde man sagen, Programmmanagement über die verschiedenen Bereiche betreuen kann. Und Frau Ministerin, rufen Sie bitte Ihre Freundin, die Kanzlerin, an und lassen Sie sie eine Aufbruchrede an die Nation halten, wie das viele andere Staatsoberhäupter überhaupt getan haben, und vermitteln Sie ein positives Bild, wo wir damit hin möchten. Man kann es versuchen. Und letzter Gedanke, dann sind Sie mich auch wieder los. Die Entwicklung der Algorithmen von morgen ist ein internationaler Teamsport. Und das Einführen von offenen und transparenten Messkriterien ist kein Gegängel oder Qual der Opposition. Nein, es ist ein gängiges, verbreitetes Mittel für Erfolg von Strategien. Und deswegen bitte tun Sie uns einen Gefallen und erstellen Sie klare Messpunkte. Dankeschön. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Petra Sitte, Die Linke. Ja, und Petra Sitte ist unter anderem stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Mitglied in der Enquetekommission KI für Die Linke. Künstliche Intelligenz berührt die Menschen auf jeden Fall erstmal emotional. Die einen verunsichert es und sie sind eher ablehnend, andere freuen sich drauf.
Ein Grund mehr, trotzdem die KI als das zu bezeichnen, was sie wirklich ist, nämlich maschinelles Lernen oder eben gar automatisierte Statistik, um eben bestimmte Vorstellungen, die davon in der Gesellschaft geführt werden, auch unter diesem Blickwinkel zurückzusetzen. Das mag jetzt insgesamt ein bisschen banal oder langweilig klingen, aber verglichen mit futuristischen Vorstellungen von sogenannter starker KI und der Ersetzung des Menschen ist es dann das vielleicht tatsächlich auch. Aber wir sprechen für die vorhersagbare Zukunft von selbstlernenden Systemen, die quasi Erfahrungen sammeln in der Mustererkennung und dann entscheiden. Und in einzelnen Bereichen, das wissen wir längst, wie Bilderkennung, Go oder Schachspielen, sind diese Systeme teilweise mindestens genauso gut wie Menschen oder teilweise schon deutlich besser. Aber wie bei jeder Technologie liegt die Verantwortung für den Einsatz und die ethische Konzeption für diesen Einsatz bei uns, bei den Menschen. Ich habe in den unzähligen Debatten zur KI einen sehr schönen Satz gehört, den ich Ihnen hier nicht ersparen möchte. Nicht vor künstlicher Intelligenz müssen wir uns fürchten, sondern vor menschlicher Dummheit. Die KI-Strategie der Bundesregierung beginnt mit dem Satz, die Technologie soll dem Menschen dienen. Nichts dagegen einzuwenden. Schaut man sie sich aber konkret an, dann vermisst man genau diese Ebene. Die Logik dieses Papiers besteht darin, rein wettbewerbsorientiert, rein standortpolitisch zu denken. Und wer hier von KI Made in Germany spricht, muss ich sagen, der hat das gesamte Wesen dieses Prozesses nicht verstanden. Derzeit werden in vielen Ländern KI-Strategien entwickelt. Und wenn man sich die im Einzelnen anschaut, dann stellt man fest, die sind ja alle ziemlich ähnlich. Man bekommt auch immer die gleichen Beispiele vorgeführt. Und da fragt man sich doch ernsthaft, wieso entwickeln sie das genau nicht arbeitsteilig? Wieso werden dann eben solche Dinge wie KI-Wettrüsten nicht als erstes an die Spitze gestellt? Wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion über Ziele und über die Ethik von KI. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, die wir hier leisten müssen. Und da ist eben die Frage zu stellen, was ist gesellschaftlich sinnvoll, was ist gewollt? Wie kann die Diskriminierung von Menschen und Gruppen verhindert werden? Wie sichern wir gute Arbeit? Welche Sicherheitsstandards brauchen wir? Und natürlich auch, welche ordnungspolitischen Entscheidungen müssen gefällt werden, um die weitere Konzentration von Monopolmacht zurückzudrängen. Und da brauchen wir Transparenz und Kontrolle. Wir brauchen klare Verantwortlichkeiten. Und schließlich eine klare Entscheidung zum Thema Einsatz KI-basierter Waffensysteme. Da können wir heute schon klar Nein sagen. Die Bundesregierung hat keine Strategie vorgelegt. Sie hat lediglich einen Maßnahmenkatalog der Ministerien zusammengefasst, und das halten wir für gesellschaftspolitisch höchst fahrlässig. Mithin geht es in einer rastlosen, an Daten nimmersatten Informationsgesellschaft eben um nichts Geringeres als um die Ausgestaltung menschlicher Freiheit im 21. Jahrhundert. Ich danke Ihnen, liebe Kollegen. Petra Sitter hat einen wichtigen Bereich angesprochen, nämlich die ethische Frage. Wie lange bin ich zum Beispiel noch eine menschliche Persönlichkeit? Mit einer Beinprothese sicherlich noch, aber mit einem Chip im Hirn, damit ich schneller denken kann, das ist die Frage. Aber wie will der Mensch diese Entwicklung aufhalten? Nächster Redner Dieter Janicek von den Bündnisgrünen. Er ist Sprecher für digitale Wirtschaft. Sehr geehrte Frau Karliczek, sehr geehrter Herr Minister in Abwesenheit Altmaier, eine kleine Vorbemerkung sei mir gestattet. Ich hoffe wirklich sehr, dass die Forschungs- und Umsetzungsstrategie der Bundesregierung nicht auf den gleichen Fakten basiert wie bei Herrn Scheuer bei der Mobilitätsstrategie. Nur seit gestern wissen wir, dass die Forscher, die er anführt, sich um den Faktor 1000 verrechnet haben. Ich hoffe, dass wir da nicht in diese Richtung kommen bei Ihnen. Herr Altmaier bemüht ja das Bild eines KI-Airbus. Nun frage ich mich, was ist das für ein Bild? Kriegen wir künftig ein großes KI-Unternehmen oder wie bei Siemens Tausende von KI-Mitarbeitern in einem KI-Industrie-Giganten die Welt beglücken mit den Ideen einer zentralistischen Instanz? Ich glaube, das ist ein völlig schiefes Bild. Ich glaube, die Frage ist doch, wie kriegen wir die Tausenden von verschiedenen Anwendungen in der Medizin, in der Umweltschutztechnik, in der öffentlichen Verwaltung so in die Gesellschaft, dass sie gemeinwohlorientiert wirken und übrigens auch, dass sie unseren Ressourcenverbrauch in der Ökonomie nicht steigern, sondern dass sie ihn ganz klar senken.
Und das Letzte, was wir brauchen, das sind marktbeherrschende, monopolistische oder oligopolistische Markt- und Machtstrukturen durch KI. Auch das muss eine ganz klare Antwort der Bundesregierung darauf geben. Wie schaffen wir es, einen fairen Wettbewerb in einem Land, wo wir zum Beispiel im Süden von Deutschland, wo ich herkomme, 1.500 Nischenweltmarktführer haben. Um die geht es und auch um die kleinen Unternehmen, dass wir hier einen Wettbewerb hinkriegen, wo alle dabei sind. Wir haben ja vor kurzem, Anna Christmann und ich, den Guru, könnte man sagen, der französischen KI-Strategie, Cédric Villani, bei uns zu Gast gehabt. Sehr beeindruckende Persönlichkeit, Träger der Fields-Medaille, Sie nicken in der SPD, wirklich spannende Persönlichkeit. Und Sie müssen sich ja mal anschauen, die Franzosen haben ja schon vorgelegt. Und wir können ja auch, wir müssen nicht das Rad neu erfinden, aber wir finden, Sie haben ein paar Leerstellen bei Ihnen. Und eine Leerstelle ist zum Beispiel das Thema ökologische Wirtschaft. Das ist in der französischen Strategie eine ganz klare Maßgabe, KI dafür einzusetzen, Ressourcenverbrauch zu senken, intelligente Steuerung zu machen im Bereich der Mobilität, die Energienetze neu auszusteuern. Da erwarten wir von Ihnen, dass Sie auch vorlegen. Denn in Zeiten der Klimakrise können wir nicht über KI reden, ohne diese Themen ganz klar nach vorne zu stellen. Und ich rede gerne positiv, aber man muss auch Szenarien sehen. Der Stromverbrauch durch die Digitalisierung durch KI ist nach der Grundlage der französischen Strategie, es ist ein Szenario, bis zu 10-mal so hoch im Jahre 2030 wie heute. Also wir brauchen definitiv auch eine Green-IT-Strategie, um diese Problematik aufzufangen, sonst kommen wir da auch in ein klimapolitisches Desaster rein. Und der letzte entscheidende Punkt für uns ist auch, und das hat auch Frau Sitte gut angesprochen, wir werden diese ganze Frage von Technologien in der Gesellschaft ja nicht umgesetzt bekommen, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen. Deswegen brauchen wir einen klaren sozialen Anker. Und wir schlagen vor, nach dem Vorbild von Schweden, von Großbritannien, eine soziale Innovationsstiftung zu gründen, damit KI-Anwendungen eben nicht nur in der Industrie gemacht werden, nicht nur bei den Großen gemacht werden, sondern dass wirklich auch Anwendungen in die Fläche kommen für die Menschen vor Ort, übrigens auch für Menschen mit Behinderung, für Inklusion, für all diese Themen. Technologie muss für alle da sein. Das ist unser grüner Ansatz. Ich danke Ihnen. So, das war Dieter Janicek. Übrigens Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, hat KI verglichen. KI ist die größte Basisinnovation seit Erfindung der Dampfmaschine, hat er gesagt. Nächster Redner jetzt Andreas Steyer von der CDU-CSU. Schauen wir in die Geschichte noch mal ein bisschen zurück. Wir haben in den 90er Jahren Standards gesetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz, gerade im Bereich der Industrie 4.0. Und das war damals die Regierung von Helmut Kohl, die die künstliche Intelligenz schon hier in der Bundesregierung als Thema besetzt hat. Wir haben Anfang der 2000er Jahre haben wir erlebt, dass durch neue Entwicklungen gerade im Hardware- und Softwarebereich, in einem dynamischen Markt, im Consumer-Bereich, Entwicklung in die USA sehr herübergewandert ist, dass dort eben auch Standards gesetzt werden. Aber wenn wir jetzt weiterschauen, dann steht eben jetzt genau da an, dass wir eben die digital getriebenen Anwendungen jetzt mit der Physik, mit der Mechanik vereinbaren müssen. Und da wird neue Wertschöpfung geschaffen. Und da kommt die traditionelle Stärke unserer Industrie, unserer Wirtschaft eben zur Geltung. Darauf gibt die Bundesregierung in der KI-Strategie eine entscheidende Antwort. Sie bündelt die Kräfte, die wir in Forschung, Entwicklung haben, die wir auch in der Industrie haben, um hier auch neue Standards zu setzen, um da auch neue Entwicklungen voranzutreiben. Lassen Sie mich hier aber dabei heute eine entscheidende Frage stellen. Wie gehen wir dabei mit den Daten um? Und es wurde eben viel diskutiert über Daten. Wir müssen uns die Frage stellen, wie schaffen wir einerseits einen ethischen Rahmen, der unserer Moral auch entspricht, und wie schaffen wir auf der anderen Seite aber genug Freiraum, um auch Entwicklungen zuzulassen. Das ist die entscheidende Frage. Wie stellen wir auch zukünftig sicher, dass wir Daten hier bei uns speichern können? Und da hat die Bundesregierung entscheidende Antworten auch dazu geliefert. Wir müssen jetzt nach der Strategie in die konkrete Ausarbeitung reingehen. Da ist jetzt die Zeit dafür, dass wir eben sicherstellen, dass wir hier bei uns die Speicherung, die Nutzung und die Verwertung dieser Daten auch weiterhin zur Verfügung stellen und auch sicherstellen. Die Ausarbeitung der KI-Strategie liegt jetzt vor uns. Wir müssen jetzt in die Schritte reingehen. 50 Millionen Euro stehen bereits in diesem Jahr 2019 bei uns im Bundeshaushalt zur Verfügung. Und jetzt gilt es eben, diese zu konkretisieren und da mit gemächlichem und schnellen Schritt auch voranzugehen.
Weiterhin müssen wir dafür sorgen, dass wir hier bei uns natürlich auch eine Infrastruktur vorhalten, die hier Antworten gibt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Chip-Entwicklung hier bei uns vor Ort vorantreiben, dass wir zum einen die Wertschöpfungstiefe auch hier bei uns sicherstellen, dass wir aber auch zum anderen in der Datensicherheit durch eine Produktion von Chip hier bei uns, durch eine Entwicklung hier bei uns natürlich auch dort für Sicherheit sorgen und dass wir das Einfallstor hier schließen können. Ich höre aus der Industrie bereits positive Stimmen, die am deutschen Standort weiterhin interessiert sind. Und das gilt es jetzt natürlich auch hier konkret umzusetzen. Weiterhin müssen wir in der Softwareentwicklung dafür zu sorgen, dass wir auch hier Daten speichern können und dass wir diese auch weiterhin nutzen können. Und das gilt es jetzt auch hier in der Ausarbeitung der KI-Strategie voranzutreiben. Und dann können wir auch hier in Deutschland weiter dafür sorgen, dass die Wertschöpfung auch in Deutschland stattfinden kann. Aber wir dürfen auch in der Datenpolitik nicht übertreiben. Es wurde eben angesprochen, die DSGVO, die hat sehr große Standards gesetzt, Standards insbesondere im Bereich der Persönlichkeitsdaten. Wir müssen aber auch weiterdenken, dass wir uns auch die Frage beantworten, wie gehen wir mit anonymisierten Daten um? Gerade im Gesundheitsbereich lässt sich hier großes Wachstumspotenzial verwirklichen. Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie wir mit weiteren synthetischen Daten umgehen, wie wir dort auch zusätzliche funktionale Sicherheit herstellen können. Nur mit Qualität und funktionaler Sicherheit haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder auf dem Weltmarkt überzeugen können. Und das gilt es auch hier mit synthetischen Daten sicherzustellen. Und mir ist da ein Beispiel, vielleicht hat der eine oder andere auch im Frühjahr letzten Jahres das Fahrzeug gesehen, was in Amerika leider einen Fahrradfahrer überfahren hatte. Wenn man da genauer reinguckt, dann sieht man, dass dieses sogenannte autonome Fahrzeug eben nur mit visuellen Daten eben versucht hat, sich durch den Verkehr zu fängen. Und dass die Daten, die wurden auch nur mit reellen Daten entsprechend gespeist. Und wer schon mal in den USA gewesen ist, ich war über Weihnachten noch mal da, der sieht fast kaum einen Fahrradfahrer auf der Straße. Und auf der Autobahn sieht man noch viel weniger einen Fahrradfahrer. Das heißt, das trainierte Fahrzeug, was eben mit reellen Daten über die Straße gefahren ist, hat den Fahrradfahrer nur als Rauschen erkannt. Und da gilt es, neue Standards zu setzen. Da kommen synthetische Daten rein, da kommt auch eine Modellierung rein, wo wir eben mit zusätzlicher Datenmodellierung entsprechend für Sicherheit sorgen können. Und hier können wir auch weiter unsere Erfahrung ausbauen, auch Vertrauen gewinnen, wenn wir über Qualität und Sicherheit überzeugen. Das gilt es jetzt umzusetzen. Da freue ich mich schon auf die konkrete Ausarbeitung. Ich helfe der Bundesregierung da auch gerne weiter. Vielen Dank. In Berlin streiken heute die öffentlichen Verkehrsmittel. Man darf nur hoffen, dass Andreas Steyer nicht mit dem Fahrrad heute zum Bundestag gekommen ist. Nächster Redner jetzt Marc Jongen für die AfD. Herr Präsident, werte Abgeordnete, so langsam spricht es sich auch in Deutschland herum, die künstliche Intelligenz, KI oder Englisch AI, ist dabei, die Industrie, die Wirtschaft, die Arbeitswelt, in der Folge auch Kultur und Gesellschaft in atemberaubendem Tempo zu revolutionieren. Auf immer mehr Feldern, wo früher der Mensch benötigt wurde, um zu analysieren, um Entscheidungen zu treffen, geistige und körperliche Arbeit zu verrichten, übernehmen selbstlernende Algorithmen im Verein mit Robotern das Ruder. Nicht einmal als Endverbraucher ist der Mensch mehr vor der Übernahme durch Algorithmen sicher, siehe das selbstfahrende Auto. Die politisch entscheidenden Fragen lauten dabei: Wie kann es gelingen, die vielen Berufsfelder und Arbeitsplätze, die durch KI schlicht überflüssig werden, im selben Umfang und in der nötigen Geschwindigkeit durch neue zu ersetzen? Oder werden wir bald von einer Antiquiertheit des Menschen auch in Bezug auf die Arbeit sprechen müssen? Und so viel ist sicher, werte Kollegen, die vielen Milliarden, die Sie in die Ertüchtigung von Migranten für den Arbeitsmarkt stecken, sind schon allein wegen der KI in den Sand gesetzt, ja, weil diese gering qualifizierten Arbeitsplätze die ersten sind, die wegfallen, meine Damen und Herren. So dann werden wir die oberste Kontrollinstanz über die rapide wachsende Macht der Algorithmen bleiben oder wird uns dieser Prozess im wahrsten Sinn des Wortes über den Kopf wachsen? Und mit wir meine ich nicht nur philosophisch das menschliche Subjekt, sondern vor allem politisch
den Bürger als Souverän der Demokratie. Das Strategiepapier Künstliche Intelligenz der Bundesregierung deutet nicht darauf hin, dass die Koalition überzeugende Antworten auf diese Fragen hätte. Für unsere Kanzlerin war ja bis vor kurzem selbst das Internet noch Neuland. Insofern muss man es wohl honorieren, dass der politische Handlungsbedarf in Sachen KI jetzt erkannt worden ist. Aber eine wirkliche Strategie, das heißt ein Gesamtkonzept, eine leitende Idee, sucht man in Ihrem Papier vergebens, werte Kollegen. Es ist eine Aneinanderreihung von Absichtserklärungen, bei denen oft eher der fromme Wunsch Vater des Gedankens ist als eine realistische Lageeinschätzung. So schreiben Sie, Artificial Intelligence made in Germany soll zum weltweit anerkannten Gütesiegel werden. Es ist ja schön, dass Sie made in Germany darauf überhaupt noch Wert legen, nachdem Sie dabei sind, die deutsche Automobilindustrie durch völlig sinnfreie Stickoxidgrenzwerte und andere Schikanen systematisch zu ruinieren. Aber wie Sie den gigantischen Rückstand aufholen wollen, in dem Deutschland und Europa gegenüber China und den USA sich bereits befinden, darauf bleiben Sie weitgehend die Antwort schuldig. 100 hochkarätige neue KI-Professuren wollen Sie an deutschen Universitäten besetzen. Dabei sind die deutschen Besoldungsvorschriften völlig ungeeignet, auch nur 10 internationale Spitzenkräfte ins Land zu holen. Selbst die europäische Konkurrenz, Beispiel Holland, hängt uns regelmäßig hier ab. Sie wollen Standards setzen, um den Markt zu bestimmen, unter anderem auch ethische Standards. Aber glauben Sie wirklich, werte Kollegen, dass China sich an die Standards von Diversität und Geschlechtergerechtigkeit anpassen wird, die Sie der künstlichen Intelligenz einimpfen wollen? Vor allem die Grünen sind ja in ihrem Antrag hier wieder einmal wahre Weltmeister der politischen Korrektheit und sehen ihre Chance, sich eine virtuelle Welt nach ihren ideologischen Vorstellungen zu modellieren, die dann auf die reale Welt zwingend zurückwirken soll. Eine große Gefahr, die die AfD in der Enquetekommission KI sehr wachsam im Auge behalten wird, meine Damen und Herren. Wir meinen, dass sehr viel mehr unternommen werden muss, auch sehr viel mehr Geld in die Hand genommen werden muss, wenn Deutschland als KI-Standort nicht völlig abgehängt werden soll und tatsächlich führend werden soll. Die AfD wird hierzu bald konkrete Anträge stellen, und wir freuen uns auf die weitere Debatte. Vielen Dank. Der nächste Redner in der Debatte ist Falko Moors von der SPD. Auch er ist Mitglied in der Enquetekommission Künstliche Intelligenz. 19 Abgeordnete sind dort neben 19 Wissenschaftler versammelt seit dem vergangenen Jahr, um Strategien auszudenken. Am Dienstag gab es eine interessante Überschrift, die da lautete: Maschine gegen Mensch. IBMs KI verliert knapp gegen menschlichen Redner in politischer Debatte. Die KI hat dabei vor allem Archive aus Zeitungsartikeln für den Aufbau der eigenen Argumente genutzt. Der menschliche Redner hat an der Stelle vielmehr das breite gesellschaftliche Bild gezeigt. Und egal ob gewonnen oder nicht, zeigt das am Ende aber doch die rasante Entwicklung, die wir mit der KI weltweit in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben. 1997 gewinnt die KI gegen den menschlichen Schachweltmeister, 2011 gegen den Menschen im TV-Quiz, 2016 gab es den chinesischen Gao-Moment. Wenn ich jetzt an die Debatte zurückdenke, und da kann ich mir jetzt ehrlicherweise den Verweis auf meinen Vorredner nicht ganz ersparen, könnte ich mir vorstellen, dass bei manchen hier im Bundestag das nicht so lange hin ist, bis die KI auch die menschliche Debatte und Qualität der Argumente überflügeln wird. Im Grunde ist aber natürlich genau das eben nicht, was wir mit der künstlichen Intelligenz verfolgen. Es geht nämlich nicht darum, dass KI den Menschen ersetzt, sondern in unserer Strategie geht es darum, dass KI den Menschen ergänzt, die Fähigkeiten erweitert, dass die KI assistiert. Und dass die künstliche Intelligenz eben genau ein Riesenpotenzial zur Veränderung im Arbeitsalltag und auch in der Wirtschaft hat, das sehen wir an allen Ecken und Enden. Wir haben Studien, dass bis 2030 die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts alleine durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz um über 11% ansteigen wird, also 430 Milliarden Euro. Und das alleine ist schon ein großes Ziel und ein großer Grund, warum wir die künstliche Intelligenz bei uns in der Strategie, in der Arbeit der Bundesregierung und unserer Fraktion in den Mittelpunkt stellen. Und wichtig ist dabei, technologischer Fortschritt
ist dabei nie Selbstzweck, sondern technologischer Fortschritt muss immer dazu dienen, dass wir Gesellschaft in den Fortschritt und in die positive Veränderung bringen. Und es ist klar, dass die Strategie der Bundesregierung ein wichtiger Auftakt, ein wichtiger Startpunkt für unsere Arbeit mit der künstlichen Intelligenz ist. Und ganz ehrlich, lieber Mario, lieber Mario Brandenburg, da hilft es auch nichts, wenn du wieder die ewige Schallplatte der FDP auflegst, die aber in jeder digitalpolitischen Debatte bringt, dass hier das einzig Wahre mit dem einen Digitalministerium und alles andere ist überflüssig. Meine Güte, nachdem ihr doch eure Strategie im Bundestagswahlkampf auf das Thema Digitalisierung aufgelegt habt, lasst euch doch mal nach anderthalb Jahren was Neues einfallen. Diese Schallplatte kann keiner mehr hören. Und wissen Sie, Frau Cotard, auch eine Sache noch mal zu Ihnen vielleicht. Sie beschweren sich darüber, dass hier externer Sachverstand genutzt wurde. Ich würde Ihnen ehrlicherweise vielleicht mal ein bisschen externen Sachverstand raten, dann wären vielleicht auch Ihre Argumente etwas besser. Und der Platz, auf dem Sie sitzen, von Ihrer Fraktionsvorsitzenden, die brüstet sich ja immer damit, dass sie doch die Unternehmerin, die Start-up-Gründerin, die Unternehmensberaterin wäre. Also ich weiß gar nicht, ob sie lang genug in einer Firma in ihrem Berufsleben gewesen ist, um das wirklich von sich behaupten zu können. Und vielleicht noch eine Geschichte, Herr Jongen, wenn Sie sagen, Sie sind in der KI-Enquete wachsam. Ich würde mir mal wünschen, Sie sind nicht nur wachsam, Sie würden sich auch beteiligen. Wachsam alleine reicht an der Stelle nämlich überhaupt nicht. Also, meine Damen und Herren, für uns ist klar, wir verfolgen eindeutige, klare Ziele mit der Strategie der Bundesregierung für die künstliche Intelligenz. Wir wollen, dass Deutschland, dass Europa Weltmarktführer in dem Bereich wird. Dabei geht es nicht nur um den Bereich der Forschung und Innovation, wo wir gut aufgestellt sind. Dabei wird es uns auch darum gehen, dass wir diesen Transfer sicherstellen. Das werden wir schaffen. Herzlichen Dank. So, Falko Moors in der Enquete-Kommission KI, deren Ziel natürlich ist, Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, um das nochmal klar zu sagen. Daniela Kluckert jetzt für die FDP hier die nächste in der Debatte zur künstlichen Intelligenz. Ja, verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Innovation und neue Entwicklung, die brauchten schon immer Mut. Und genauso braucht KI Mut. Und wenn wir auf die Finanzen sehen, dann sehen wir da vor allem 3 Milliarden Euro zusätzlich. Doch eine echte Strategie für eine neue Innovation, die braucht eben auch echte Haushaltsmittel. Und auch 3 Milliarden Euro in den nächsten 6 Jahren, das können Peanuts werden, wenn sie einfach nur aus verschiedensten Einzelprojekten verteilt werden. Hier mal ein Vergleich. China investiert das 30-fache. Und China hat auch keine Restriktion bei der Bezahlung von Forschern. Wenn wir hier in Deutschland nicht aufpassen, dann wandern uns die klügsten Köpfe nämlich ab. Aber eins ist auch klar, nicht alles ist Geld. Und auch bei KI ist nicht alles Geld. KI braucht auch Mut bei den Rahmenbedingungen. Und wir reden hier seit Jahren und auch heute schon wieder über Probleme, Fragen und Risiken. Aber was muss denn genau mal im Kartellrecht, im Verbraucherschutzrecht, im Bereich des Datenschutzes oder bei der IT-Sicherheit getan werden? Wo verläuft denn genau die Grenze zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Daten? Und was schlussfolgern wir denn daraus? Die Fragen sind ja seit Jahren im Raum, aber völlig ungeklärt. Und das liegt eben auch nicht zuletzt daran, dass in der Bundesregierung einfach niemand dafür wirklich zuständig ist. Und auch Sie, Frau Ministerin, Sie sprechen hier und auch Ihre Kollegen von der SPD und CDU sprechen hier vor allem immer über die ethischen Fragen, aber die müssen eben auch einmal beantwortet werden. Denn, Herr Moors, technischer Fortschritt ist ganz richtig, das muss den Menschen dienen, aber er muss auch gelebt werden und wir können ihn sowieso nicht aufhalten. Und ich will Ihnen da mal gerne ein Beispiel nennen. Seit Jahrzehnten setzen wir Roboter zur Entschärfung und zur Aufspürung von Bomben ein. Warum akzeptieren wir eigentlich gleichzeitig 3.300 Verkehrstote jedes Jahr, obwohl die Mobilität und die KI mit dem autonomen Fahren das doch alles so viel sicherer machen könnte? Und das auch noch mit unserer Technologie. Und ein zweites Beispiel. Wir haben deutsche junge Firmen, die sind in der Krebsfrüherkennung extrem weit und wollen mithilfe von KI so viele Leben retten.
Unmöglich wird dies Ihnen aber gemacht durch den gemeinsamen Bundesausschuss, denn der braucht geschlagene 2 Jahre, damit mal eine Bewertung von Hilfsmitteln vorgenommen wird. In 2 Jahren, meine verehrten Damen und Herren, sind diese Firmen aber entweder insolvent oder eben abgewandert. Was wir brauchen, ist endlich mal eine schonungslose Analyse. Wir müssen jede einzelne Norm kennen, die in Deutschland die Entwicklung von KI hemmt. Zweitens brauchen wir echte Entscheidungen, damit hier Unternehmen auch überhaupt investieren und Wissenschaftler hierher kommen wollen. Und drittens brauchen wir, und das ist so dringend, Reallabore, damit wir mal überlegen können und ausprobieren können, was funktioniert denn, was könnte denn funktionieren. Und das, was funktioniert, das übernehmen wir für ganz Deutschland. KI braucht Mut, liebe Bundesregierung. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen mehr Mut als in den letzten Jahren und auch mehr Mut, als diese Strategie zeigen lässt. Und Sie setzen auch etwas um. Jessica Tati, Fraktion Die Linke, ist die nächste Rednerin. Ja, und Jessica Tati ist unter anderem auch Mitglied in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Und sie ist Sprecherin für Arbeit 4.0. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Strategie ist die Beschreibung einer langfristigen Planung zur Erreichung genau beschriebener Ziele. Zu einer Strategie gehören die erforderlichen Ressourcen und überprüfbare Zwischenziele, damit anhand von Kennzahlen gemessen werden kann, ob die Maßnahmen auch erfolgreich sind. Wenn ich mir das Papier Strategie Künstliche Intelligenz für den Bereich der Arbeitswelt anschaue, lese ich, dass der Einsatz von KI zu einer, ich zitiere, neuen Stufe der Veränderung führe, mit deutlichen Unterschieden zur bisherigen Automatisierung und Digitalisierung. Ziel der Bundesregierung ist, und das freut mich besonders, dass KI verantwortungsvoll und gemeinwohlorientiert entwickelt und genutzt wird und zur Steigerung des Wohlergehens der Erwerbstätigen führt. Und das finde ich wunderbar. Dann kommen die Maßnahmen, die zur Erreichung dieser hehren Ziele führen sollen. Eine nationale Weiterbildungsstrategie. Der Fokus auf Weiterbildung ist auch völlig richtig. Allerdings weder die nationale Weiterbildungsstrategie noch der Ausbau und die Förderung der beruflichen Weiterbildung sind neue Ideen. Das alles steht bereits in der Umsetzungsstrategie Digitalisierung gestalten und im verabschiedeten Qualifizierungschancengesetz aus dem vergangenen Jahr. Ich gehe jetzt nicht wieder auf die Mängel des Qualifizierungschancengesetzes ein, aber ich frage, wo ist denn die neue Stufe? Die Bundesregierung schreibt, sie wolle die betriebliche Mitbestimmung und den Beschäftigtendatenschutz weiterentwickeln. Und ich begrüße es natürlich. Ich begrüße es natürlich, dass die Bundesregierung, wenn auch im Schneckentempo, sich den Forderungen der Gewerkschaften und meiner Fraktion anzunähern scheint. Aber auch diese Willensbekundung ist nicht neu, sondern ergab sich bereits aus der Debatte der Digitalisierung der Arbeitswelt. Es ist überhaupt nichts Neues, was da drin steht. KI bringt also eine neue Stufe, die Bundesregierung offensichtlich nicht. Letztes Beispiel, die Errichtung eines deutschen KI-Observatoriums, das die Auswirkungen von KI beobachten soll. Aufgrund dieser scharfen Beobachtungen soll dann später irgendwann vielleicht die unverbindliche Auditierung von KI wenigstens geprüft werden. Die Bundesregierung will offensichtlich unsere Zukunft durch bloßes Beobachten und Prüfaufträge gestalten. Also das ist wirklich mal ein spannender Ansatz. Plattformen wie Deliveroo stehlen sich aus ihrer Verantwortung als Arbeitgeber, was die Bundesregierung aufmerksam beobachtet. Unternehmen wie Amazon, überwachen ihre Beschäftigten auf Schritt und Tritt mit digitalen Technologien. Und sie beobachten in aller Ruhe, was der Markt so treibt. Beobachten ist aber, sei es noch so ambitioniert, keine Ausrede für die Untätigkeit dieser Bundesregierung. Das Papier hat für die Arbeitswelt und für die Beschäftigten den Namen Strategie nicht verdient. Werfen Sie es einfach weg, legen Sie uns was Vernünftiges vor. Sagt Jessica Tati von den Linken. Die Bundesbildungsministerin guckt da sehr kritisch. Sie sieht es natürlich völlig anders. Anna Christmann jetzt für die Bündnisgrünen als nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten diese Woche im Forschungsausschuss den EU-Forschungskommissar Carlos Moedas zu Besuch und der hat an etwas sehr Wichtiges erinnert.
nämlich dass ja das weltweite Internet durchaus in Europa am CERN erfunden worden ist. Nur leider die Anwendungen, die sich daraus vielfältig ergeben haben, sind dann nicht mehr so viel aus Europa gekommen. Jetzt haben wir mit der KI aber wieder eine Technologie, die durchaus durch Grundlagenforschung noch mal ganz entscheidend jetzt weiterentwickelt werden kann. Das heißt, wir haben wieder die Stunde von Europa. Europa ist stark in Grundlagenforschung. Und wenn wir jetzt unsere Kräfte bündeln, dann können wir weltweit aus Europa heraus die Standards für KI setzen. Und Europa könnte richtig zeigen, was es kann. Aber was macht die Bundesregierung? Sie verlieren sich in kleinsten Aktivitäten wie 20 KI-Trainer hier und 12 Zentren dort, statt glasklar auf ein europäisches Forschungsnetzwerk zu setzen. Sie setzen, und das haben Sie eben auch mehrfach gesagt, auf AI made in Germany statt auf AI made in Europe, und das ist ein Fehler. Und es gibt da längst auch die europäischen Initiativen Alice, Claire, Forschungsnetzwerke, die gerne Unterstützung hätten. Sie lassen sie aber leider links liegen. Dabei muss es unbedingt unser Ziel sein, dass so eine weitreichende Technologie wie maschinelles Lernen von Menschen entwickelt wird, die unsere Werte teilen. Und dann hat sie nämlich das Potenzial, bei ökologischen und sozialen Herausforderungen zu helfen und uns den Alltag zu erleichtern. Überlassen wir es hingegen autokratischen Systemen wie China, kommt eben Social Scoring dabei raus. Das müssen wir verhindern. Es wäre daher dringend an der Zeit, dass Sie eine klare Initiative für eine europäische Entwicklung für KI und für globale Standardsetzung für Ihre Anwendung setzen. Aber mit der Umsetzung hat es die Bundesregierung ja leider nicht so sehr. Denn von den angekündigten Milliarden sind ja bisher nur 50 Millionen dieses Jahr überhaupt im Haushalt eingestellt. Und das kommt noch dazu, die sind ja noch nicht mal verteilt. Auf unsere Nachfrage hin hat die Bundesregierung uns mitgeteilt, man arbeite gerade noch am Gesamtkonzept zur Verteilung dieser 50 Millionen. Immerhin haben sie erkannt, dass die Strategie offenbar noch nicht dafür taugt, überhaupt zu wissen, wofür man das Geld ausgibt. Aber wir stellen fest, sie haben 3 Milliarden ins Schaufenster gestellt. Und jetzt wissen Sie noch nicht mal, was Sie mit den 50 Millionen dieses Jahr überhaupt machen sollen. Das ist zu wenig. Dabei gäbe es wirklich genug Ideen, was man sofort tun könnte. Wir haben da Vorschläge gemacht. Schauen Sie gerne in unseren Antrag, der seit Herbst vorliegt, unter anderem 100 Millionen für ein europäisches Forschungsnetzwerk, aber zum Beispiel auch für soziale Innovationen, für mehr Frauen in der KI-Entwicklung. Denn es kommt auch darauf an, wer KI entwickelt, auf Diversität. Da haben Sie auf Nachfrage vor allem den Girls' Day erwähnt. Und ich finde den Girls' Day super, aber ich glaube, das kann nicht ganz der Weg sein, wirklich die KI-Expertinnen zu gewinnen, die wir brauchen. Dankeschön. So, die nächste Rednerin ist Nadine Schön, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und auch Mitglied in der UNCRED-Kommission. ...30% steigern, indem man mit KI Pflanzenschädlinge bestimmt und zielgenau bekämpft. Wie kann man Stromkosten senken? Indem man mit KI ein kluges Management macht von Wetterdaten, Strompreisen, Verbrauchsbedarfen und das Ganze geschickt mixt und dementsprechend steuert. Wie kann man Krebsdiagnosen und Therapien verbessern und dadurch für die Bekämpfung des, zur Bekämpfung des Krebses beitragen? Indem man mit KI die Kompetenzen der Ärzte erweitert und Therapieempfehlungen generiert. All das wird heute schon gemacht, und zwar von deutschen Unternehmen, von deutschen Start-ups, die deutsches Wissen aus der Forschung generiert haben, das in kluge Geschäftsmodelle überführt haben und damit die Probleme der Welt in den nächsten Jahren lösen. Das sind erfolgreiche deutsche Unternehmen, und darauf können wir sehr stolz sein. Und natürlich muss die Opposition zur KI-Strategie der Bundesregierung sagen, dass es zu wenig ist und noch ein bisschen mehr sein sollte und schneller und was sie sonst noch so gesagt haben. Aber was mich optimistisch stimmt, ist, dass die Debatte eigentlich heute schon geprägt war von einem Optimismus. Und ich finde, das brauchen wir, denn Zukunft wird aus Mut gemacht. Wir müssen optimistisch in die Zukunft schauen. Wir müssen anpacken und nicht nur meckern.
freue mich, dass auch die Grünen der gleichen Meinung sind. Wir brauchen mehr Optimismus und mehr Start-up-Mentalität. Und das, liebe FDP, kann man auch nicht messen. Das ist da oder das ist nicht da. KI stellt einiges auf den Kopf. Und deshalb müssen auch wir einiges auf den Kopf stellen, und zwar deutlich schneller als bisher. Es ist gut, dass wir über 100 neue KI-Professuren schaffen. Hier entstehen die Ideen von morgen. Und liebe Frau Christmann, wenn Sie jetzt kritisieren, dass das ganze Thema angeblich nicht europäisch eingebettet ist, es gibt diese europäischen Verbünde, es gibt CLAIR, wo gerade das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz die Federführung übernimmt, wo aus Deutschland heraus der europaweite Forschungsverbund gesteuert wird, geprägt wird. Wir sind da mit dabei. Und deshalb ist Ihre Kritik an der Stelle völlig fehl am Platz. Wenn ich sehe, dass in den Ländern im Bereich der digitalen Bildung sich einiges bewegt, dann ist es gut. Ich finde allerdings, es reicht nicht nur nach der Infrastruktur zu rufen, die der Bund bezahlt, sondern auch die Inhalte müssen sich ändern. Computing, digitale Grundkompetenzen braucht zukünftig jeder. Jeder einzelne Schüler muss nicht nur wissen, wie er mit dem PC arbeitet, sondern er muss wissen, wie er mit Daten arbeitet. Und das muss sich schneller als bisher ändern. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Ministerin nicht nur eine KI-Strategie vorlegt, sondern auch eine nationale MINT-Strategie. Und dass wir gerade Wert darauf legen, dass jeder Schüler mit dem Thema MINT, mit IT zu tun hat und dass wir gerade hier auch einen Schwerpunkt auf die Frauen und auf die Mädchen legen. Verwaltung muss sich ändern, Regulierung und Gesetzgebung ebenfalls. Und das Thema Reallabore ist gefallen. Natürlich brauchen wir neue Methoden, aber das ist Teil der KI-Strategie. Speziell Reallabore und Testfelder werden in der Strategie erwähnt und sogar schon umgesetzt. Im BMW gibt es längst ein Programm für Reallabore. Das gilt es zu nutzen. Wir müssen Innovationen testen, ausprobieren können, damit wir auch als Gesetzgeber wissen, wo man Regulierung entsprechend anpassen muss. Wir brauchen neue Freiräume. Und das ist die große Chance, die auch in der KI-Strategie der Bundesregierung enthalten ist. Unternehmen müssen agiler werden, Daten teilen. Denn Fakt ist, wir brauchen gerade zum Training von künstlicher Intelligenz unglaublich viele Daten, und zwar in guter Qualität. Und deshalb ist es gut, dass die Bundesregierung dafür gekämpft hat, dass wir in Brüssel jetzt bei der Urheberrechtsreform eine Regulierung schaffen, die KI-freundlich ist, die es ermöglicht, mit Text- und Data-Mining auch wirklich diese Datenschätze zu heben, die wir vor Ort haben. Bei der ganzen Diskussion um Artikel 13, die wir in diesen Tagen gerade in den sozialen Netzwerken erleben, gerät das leider aus dem Blick. Wir brauchen hier eine KI-freundliche Regulierung, und gerade dafür hat die Bundesregierung in den letzten Tagen gesorgt. Es gilt, den Datenreichtum der Unternehmen besser zu nutzen. Und an der Stelle finde ich es interessant, was die SPD-Fraktion in den letzten Tagen, oder die SPD-Partei war es ja, in den letzten Tagen vorgelegt hat. Bei vielen Punkten sind wir einer Meinung. Auch wir sind der Meinung, dass man Open Data von staatlicher Seite besser nutzen muss. Das war übrigens eine Initiative, die wir gemeinsam in der letzten Legislaturperiode vorangetrieben haben und die nun eben auch die Bundesregierung in die Tat umsetzen muss. Aber wenn ich auf den Punkt noch mal eingehen kann, wer soll dazu gezwungen werden, seine Daten offenzulegen? Dann sprechen Sie in Ihrem Konzept von Unternehmen mit Marktmacht. Wir haben aber viele Mittelständler, die auch Marktmacht haben und die auf einem großen Datenreichtum sitzen. Und ich will nicht, dass wir diesen Datenreichtum öffnen, damit sich andere davon bedienen. Hier brauchen wir Schnittstellen, brauchen wir Interoperabilität. Wir müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen diese Datenschätze gemeinsam nutzen können, aber am besten hier gemeinsam und nicht für andere Großkonzerne, die darauf zugreifen. Deshalb ist an Ihrer Stelle Ihr Konzept wirklich zu hinterfragen. Ich freue mich aber, dass Experten parallel, etwa in der Datenethikkommission und auch in der Enquete-Kommission der Bundesregierung, gerade an Antworten auf diese Fragestellungen sitzen. Ich denke, dass sich hier in den nächsten Wochen und Monaten sehr viele kluge Vorschläge ergeben. Die müssen wir umsetzen, und dann kommen wir in unserem Land auch gut voran. Zentraler Schlüssel für die künftige Nutzung der KI ist die Datennutzung und der Datenschutz. Das ist völlig klar geworden. Und René Röspel, er ist der Sprecher für Künstliche Intelligenz von der SPD, sitzt ebenfalls in der Enquete-Kommission KI der Bundesregierung.
Herr Präsident, meine sehr verehrten des Bundestages, pardon. Am Ende einer Debatte mit wenig Redezeit kann man vielleicht sich leisten, auf ein paar grundsätzliche Fragen oder Betrachtungsweisen zurückzukehren. Wir haben ja viel gehört gerade, dass es wichtig ist, dass KI in Deutschland, künstliche Intelligenz, weiter geforscht werden muss, gefördert werden muss und unterstützt werden muss. Das ist alles richtig und das ist auch gut so. Das soll auch weitergemacht werden. Und wir haben ganz viele Beispiele von Frau Schüle, Falko Moers, aber auch von Nadine Schön gehört, was tatsächlich in Deutschland schon gemacht wird. Und das ist eine reiche Fülle und das ist auch gut. Und wir sind relativ gut aufgestellt international tatsächlich. Aber trotzdem muss man an der einen oder anderen Stelle fragen, wenn man sich die Debatte anschaut, ist das häufig eine Instrumentendebatte. Also wir diskutieren auch politisch hier, welche Details muss man vielleicht ändern, welche Instrumente sind besser, was ist falsch in der Strategie, was ist nicht zu detailliert in der Strategie, wo ist sie zu offen, zu groß, das, was die Bundesregierung vorgeschlagen hat. Und dann ist die Frage, ist das eigentlich sinnvoll, dass wir hier Instrumentendebatten führen? Also ich bin für politischen Streit gerne zu haben, aber ist das sinnvoll im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Frage, wie man das voranbringt, sinnvoll über Instrumente politisch zu streiten? Oder sollte nicht die Bundesregierung offen sein und die Regierungskoalition für gute Vorschläge aus der Opposition? Oder umgekehrt auch sagen, da läuft die Strategie der Bundesregierung gut und müssen wir nicht gemeinsam eigentlich parlamentarisch eine Idee entwickeln, wie künstliche Intelligenz so gestaltet werden kann oder vor allen Dingen die Rahmenbedingungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie freier und besser und verlässlicher forschen können. Denn am Ende entscheiden wir politisch gar nicht über das, was rauskommt, sondern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also deswegen, vielleicht müssen wir politisch uns konzentrieren und auch über die großen Fragen diskutieren. Und häufig ist in der Diskussion eben auch so eine Wettbewerbsdiskussion zu spüren. Da gucken wir sehr panisch darauf, was machen die USA, wie viel Geld geben die aus, was geben wir aus, sind 3 Milliarden gut oder wenig? Übrigens 50 Millionen Anna Christmann, wenn man sich die unterschiedlichen Etats der Bundesregierung anguckt, geben wir über 140 Millionen Euro aus, jetzt schon für künstliche Intelligenz. Wenn man gestern beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum war auf dem Parlamentarischen Abend, sieht man, was über diese institutionelle Finanzierung an für künstliche Intelligenz ausgegeben wird. Also Geld geben wir schon viel aus, aber ist auch das die wahre Betrachtungsweise? Natürlich ist USA 4-mal größer als Deutschland. 1.400 Millionen Chinesen stehen 80 Millionen Deutschen gegenüber. Die sind 17-mal größer. Glauben wir allen Ernstes, dass wir die 17-fache an Geld ausgeben können oder den Chinesen vielleicht gleichkommen? Umgekehrt macht man eine Pro-Kopf-Betrachtung, sind all unsere Daten in Deutschland gesellschaftlich viel besser. Also ich will darauf hinaus, müssen wir eigentlich uns das Ziel setzen, Weltmarktführer zu werden in diesem Bereich, wo die Konkurrenz groß ist? Oder müssen wir nicht die Frage stellen, welches Ziel haben wir eigentlich gesellschaftlich? Wo wollen wir hin? Da können wir auch eine politische Debatte drüber führen. Wie können wir künstliche Intelligenz nutzen, damit die Menschen in unserem Land besser leben? Vielleicht werden wir deswegen nicht Technologie- und Weltmarktführer. Aber wenn dieses Ziel, wie werden Menschen besser leben, wie können wir Arbeit so verändern, dass Menschen nicht Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, ohne dass was anderes kommt? Wie können wir, da kann man sich mal Verdi-Vorschläge angucken, wie können wir eigentlich die Effizienzgewinne nutzen, um damit Sozialsysteme, Pflegesysteme, Gesundheitssystem oder Ehrenamt zu stärken? All diese Fragen des gesellschaftlichen, der gesellschaftlichen Weiterentwicklung, ich finde, die müssen wir diskutieren. Und dann muss man überlegen, wie ist KI eigentlich zu entwickeln und zu nutzen? Und da haben wir jedenfalls als Sozialdemokratie eine Gesellschaft im Kopf, wo es freie, selbstbestimmte Menschen gibt, ohne Druck von außen und wo KI zum Nutzen der Gesellschaft tatsächlich angewandt wird. Und da gab es die kluge Entscheidung dieses Parlaments, eine Enquete-Kommission einzusetzen. Und wenn die gut arbeitet tatsächlich, und das ist ja so festzustellen, werden wir interfraktionell genau diese Ziele diskutieren, mit Ausnahme einer Fraktion, die nur auf Spaltung, die nicht auf Zusammenführen ausgerichtet ist, sondern auf Spaltung, mit dem Ergebnis, das muss man sagen, dass der AfD-Sprecher, der tatsächlich Ahnung von der Sache hatte, aus der AfD ausgetreten ist. Das muss auch mal gesagt werden. Sie verlieren ihren Sachverstand und brauchen mehr von externen. Deswegen ist der Wunsch an die Enquete-Kommission, die gesellschaftlichen Fragen tatsächlich zu diskutieren. Und dann können wir politisch gemeinsam entwickeln, wofür wir eigentlich KI brauchen. Vielen Dank.
René Röspel war das, der vorletzte Redner in der Debatte über die künstliche Intelligenz hier heute Morgen im Plenum des Deutschen Bundestages. Und die letzte Rednerin dazu ist Ronja Kemmer von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt zum Ende der Debatte, glaube ich, kann man zusammenfassen, dass schon viele wichtige Punkte angesprochen worden sind. Und deswegen will ich mich auf einen Bereich fokussieren, wo ich besonderen Handlungsbedarf sehe. Im Bereich Einsatz KI und Mittelstand. Und deswegen ist auch gut, dass in der KI-Strategie die KMU besonders genannt sind und vor allem auch die Innovationsstärke und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden sollen. Der Mittelstand hat unser Land stark gemacht. Wir haben eine große Vielfalt von Betrieben. Sie sind wichtige Zentren vor Ort und in der Fläche für Innovationen. Und sie sind letztendlich das wirtschaftliche Rückgrat in den Gemeinden, aber auch unseres gesamten Landes. Aber wie sieht das künftig aus? Ich wünsche mir, dass wir auch in 20 Jahren noch Weltmarktführer und Hidden Champions in ganz Deutschland verteilt haben. Und ja, wir brauchen KI-Ökosysteme in den Ballungszentren, wir brauchen Leuchttürme, aber wir brauchen eben auch KI in der Fläche. Und ich denke, das ist realistisch, aber es ist eben kein Selbstläufer. Und vieles da wird eben davon abhängen, wie die Chancen von KI gerade im Mittelstand auch genutzt werden. Und da haben wir einen gewissen Aufholbedarf. Wenn man sieht, wie viele Mittelständler heute in KI investieren, dann ist es doch noch ziemlich zurückhaltend. Und im Vergleich zur Industrie ist es eben so, dass Entwicklungsabteilungen, dass IT-Abteilungen mit dem Tagesgeschäft meistens schon ziemlich gut ausgelastet sind und dass auch in den Führungsetagen wenig Zeit ist, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen. Und hier gilt es aufzupassen, dass wir Potenziale nicht verschenken, dass wir ganz klar auch sehen, viele Schlüsseltechnologien können durch KI entsprechend auch auf neue Innovationsstufen gehoben werden. Aber es geht eben nicht nur um Produktivitätssteigerungen, es geht um komplett neue Geschäftsmodelle, es geht um neue Produkte und es geht auch darum, Organisationskulturen und Prozesse ganz neu zu denken. Und hier sind wir auch politisch gefragt, die Weichen richtig zu stellen. Und deswegen viele wichtige Punkte in der Strategie mit Blick auf KMU wurden auch schon entsprechend genannt. Wir haben die Kompetenzzentren, wo künftig KI-Trainer auch KMU beraten können, wie KI-Anwendungen relevant einzubringen sind. Wir haben die Reallabore, wo auf der einen Seite, glaube ich, gute Instrumente geschaffen werden können, Experimentierräume für die Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch die Frage für uns als Gesetzgeber, wo besteht denn konkreter Handlungsbedarf? Wir haben Frau Kollegin Kemmer, der Kollege Hebner, AfD, würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, gerne. Wohl ein höheres Zeichen. Frau Kemmer, prima, funktioniert. Frau Kemmer, Sie hatten gerade sehr nett gesagt, dass wir Organisationsstrukturen in den Firmen neu definieren müssten. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie schon mal in einer Firma tätig gewesen sind. Ich war zum Beispiel als Diplom-Informatiker zuständig oder begleitend bei einem großen Konzern, Versicherungskonzern, bei der Einführung einer KI-Anwendung, und zwar zur Interpretation von Kundenanschreiben. Wir wissen genau, was dann passiert. Wir haben die nächste Rationalisierungswelle. Was machen Sie denn als Regierung, wenn Sie sagen, Sie wollen eine Organisationsstruktur neu überdenken, neu definieren? Wie unterstützen Sie denn die, in dem Falle, Arbeitnehmer? Wie unterstützen Sie die Bundesanstalt für Arbeit, das vorauszudenken? Wie werden denn da in dem Fall die weiteren Ausbildungen durchgeführt, gerade im Hinblick dessen, dass durchaus qualifizierte Arbeitsplätze jetzt sukzessive wegfallen werden? Könnten Sie das mal etwas konkretisieren? Ja, das mache ich sehr gerne und will einfach zunächst mal anmerken, dass hier schon wieder der Unterschied deutlich wird zwischen der AfD im Haus und anderen Fraktionen. Es geht nicht darum, Ängste zu schüren. Es wäre schön, wenn Sie sich mal mit Fakten und Studien auseinandersetzen würden. Wir haben die Studie des Fachkräftemonitors, die besagt, dass in den nächsten Jahren wir ein Plus
von über 1 Million Jobs durch die digitale Transformation in unserem Land haben werden. Ja, natürlich, wir werden auch Arbeitsplätze verlieren. Deswegen ist aber insgesamt das ganze Thema Weiterbildung und lebenslanges Lernen ganz, ganz wichtig. Aber wichtig ist entscheidend, wir haben ein Plus an Jobs und nicht ein Minus. Und politisch ist die Aufgabe, dass wir die Rahmenbedingungen richtig gestalten und nicht nur Ängste schüren, weil so kommen wir in diesem Land nicht voran. So, zurück zum dritten Punkt, Stichwort steuerliche Forschungsförderung wurde auch schon angesprochen. Klar ist auch, wir können und müssen von staatlicher Seite viel Geld in die Forschung geben, aber es kann eben nicht nur staatliches Geld sein. Wir brauchen private Investitionen und vor allem müssen wir darauf schauen, dass Innovationsausgaben eben nicht nur sich auf immer weniger Unternehmen konzentrieren, sondern in der Fläche erhalten bleiben. Und vierter Punkt, wir müssen Plattformen schaffen, um den Mittelstand und Startups und gerade KI-Startups besser zusammenzubringen, mehr hier auch Austausch und Transfer zu schaffen. Und bei aller Liebe, liebe Linke, wenn dann kritisiert wird, die Bundesregierung wäre untätig. Sie haben hier in dieser Debatte als einzige Fraktion noch nicht mal einen eigenen Antrag eingebracht. Also von daher können Sie vielleicht an der Stelle erstmal bei sich selber anfangen. Insgesamt wird bis 2022 ein Potenzial von 10 Milliarden Euro für den europäischen Raum für KI ausgesagt oder vorausgesagt. Und deswegen will ich zum Schluss einfach nur sagen, liebe Grüne, KI made in Germany und KI made in Europe, das gehört zusammen. Das ist kein Gegensatz, sondern das ist ineinander verzahnt. Und wir setzen dafür die Rahmenbedingungen. Sie haben noch vor einigen Monaten kritisiert, es gäbe keine Strategie. Jetzt kritisieren Sie, es gäbe eine Strategie, wo wir aber natürlich auch klar für unser Land eine Vision benennen und Maßnahmen benennen. Und von daher, natürlich gehört Deutschland und Europa die Strategien zusammen. Wir arbeiten daran. Herzlichen Dank. Ronja Kimmer war die letzte Rednerin zur künstlichen Intelligenz. Punkt 16a wird interfraktionell die Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 5880 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist offenbar der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 16b und damit zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technik, Folgenabschätzung auf der Drucksache 7742. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussfassung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 6062 mit dem Titel Künstliche Intelligenz, Forschung und Anwendung für den Investitionsstandort Deutschland und zum Wohl unserer Gesellschaft fortentwickeln. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag, dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Gegen die Stimmen der AfD, bei Enthaltung der FDP mit den Stimmen der übrigen Fraktionen. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf der Drucksache 5629 mit dem Titel Strategie der Bundesregierung zur künstlichen Intelligenz erfolgsorientiert ausrichten. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag, ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen von CDU und CSU, SPD und Linke bei Enthaltung von AfD, Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der FDP angenommen. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 9. Erste Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Gesetzes über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen. Haben wir einen vergessen? Oh Gott, ich bitte um Entschuldigung zurück. Wir sind noch bei Tagespunkt 16b. Unter Buchstabe C empfiehlt der Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 5667 mit dem Titel Künstliche Intelligenz auf Grundlage europäischer Werte entwickeln und zum Wohl von Gesellschaft und Umwelt gestalten.
Wer stimmt für diese Beschlüsse? Das ist also der Antrag der Grünen. Zum Glück hat der Jurist aufgepasst. Dafür sitzt er hier auch, um den Bundestagspräsidenten darauf hinzuweisen. Wer enthält sich? Dann ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke bei Enthaltung der FDP angenommen.